Grüß euch miteinander, ich bin die Annemarie. Ich bach leidenschaftlich gern Schmalzbachers und bayerische Schmankerl und hab schon so oft gehört, ich möchte das einfach gerne mal sehen. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt zeige ich euch das alles, bevor die ganzen Erinnerungen, die ich an mein Essen von meiner Kindheit verloren gingen. Und einfach auch für meine Kinder als Vermächtnis oder als zum Anschauen und auch für euch, dass ihr seht, wie einfach eigentlich so schmalzbacherne Sachen gingen. Und wir fangen mal heute an mit den Hauberlingen. Hauberling ist ein herzhaftes Schmalzgebäck und ist eigentlich nur regional bekannt, hauptsächlich im nördlichen Landkreis Mühldorf und im Haag. Und zum Teil, also größtenteils auch im Landkreis Erding kriegt man das. Es gibt sogar manche Bäckereien, wo man das halt noch kaufen kann, ist aber sehr selten. Und Hauberlinge sind sehr einfach und isst man, oder haben wir auch gegessen in Bayern, zum Lingerl und auch zum Reragu oder auch zu einer Gulaschsuppe, schmecken die ganz wunderbar. Gut, das sind unsere Zutaten für die Hauberlinge. Wir brauchen 350 Gramm Roggenmehl. Ich nehme 610er, weil das hellste Roggenmehl ist. Man könnte auch eine 197er nehmen, wenn man 610er nicht kriegt. Bei uns ist das Roggenmehl 610 einfach das sogenannte Nudelmehl. Genauso brauchen wir 350 Gramm Weizenmehl, 405, ganz ein normales. Dann Weißbier, da haben wir das Weißbier von Breitzloh. Das ist was Regionales, ein sehr gutes Weißbier. Da brauchen wir 350 Milliliter. Genauso haben wir auch regionale Milch. Da brauchen wir 150 Milliliter. 150 Milliliter Wasser kommen auch noch dazu. Genauso wie 30 Gramm Hefe, ein Ei, ein guter Esslöffel Salz, in dem Fall sind es 20 Gramm, und 1/4 circa Esslöffel Kümmel, in dem Fall sind es 10 Gramm. Das war's. So, und damit ich das nicht ganz allein machen muss, habe ich einen Helfer dabei, der Igor, der unterstützt mich heute bei meinen Kochkünste. Igor, ich brauche einmal die Zutaten, darfst du mir die mal bringen, die wir brauchen für die Hauberlinge. Zutaten auch noch. Das Weißbier brauche ich noch. Wie viel brauche ich noch? Jetzt glanz. Frisch gezapft. Wunderbar. So, dann fangen wir mal an. Mit der einfach mal jetzt zuerst einmal das Mehl, dieses Roggenmehl. Das tun wir alles zusammen. Warum haben wir da zwei Mehl? Das ist einmal Roggenmehl, das ist ein Weizenmehl. Wenn ich nur Roggenmehl nehme, dann ist das ein ganz schwerer Tag. Das macht es einfach leichter mit Weizenmehl. Mhm. Und nur Weizenmehl habe ich den Geschmack vom Roggen drin. Also habe ich halbe Weizen- und Roggenmehl. Es gibt sicherlich unterschiedliche Rezepte. Es gibt sicherlich auch Rezepte, wo mehr Roggenanteil drin ist. Ich mache es halb-halb, weil ich das einfach so am besten finde. Dann haben wir da die Hefe. Da machen wir jetzt eine kleine Mulden. Und da prickelt jetzt einfach die Hefe rein. Ist das irgendeine besondere Hefe? Das ist eine ganz normale Hefe, wie du in jedem Supermarkt kriegst. Da gibt es also Pulver, oder? Trockenhefe, man kann es auch mit der Trockenhefe machen. Ich mache es lieber mit der frischen Hefe, weil ich dann weiß, dass die hundertprozentig geht. Bei der Trockenhefe ist das immer so eine Geschichte. Stinkt aber. Na ja, mei. Die muss aber im Kühlschrank sein, gell? Die muss im Kühlschrank sein. Dann habe ich da mal Salz, das tue ich da so ein bisschen auf der Seite nach. Das muss nicht direkt mit der Hefe jetzt gleich in Berührung kommen. Dann haben wir da das Ohr. Das schlagen wir jetzt auch gleich mal auf. Eins für so viel Mehl. Dafür habe ich meine Flüssigkeiten. Und die Flüssigkeiten müssen ein bisschen warm gemacht werden. Das mache ich jetzt ganz einfach alles miteinander in einen Topf. Dann habe ich das Weißbier. Die schöne Weißbier. Das schmeckt aber dann auch gut in die Hauberlinge. Und da ist halt mit dem Weißbier, da ist halt einmal mehr Hefe drin. Ist zum einen für den Geschmack und zum anderen auch mehr fürs Gehen. Früher hat man normales Bier genommen. Und jetzt kommt mal der Weißbier. Dann habe ich da mal Milch, das schaut zum Beispiel nicht so ganz appetitlich aus. Nein. Aber warum soll ich alles extra warm machen? Kann ich alles in einem machen. Das braucht man erst später einmal. So, gut. Dann schalten wir da mal ein.
Und das darf natürlich nicht zu warm werden. Ich gehe da dann immer mal kurz mit dem Finger schnell rein und probiere, ob das warm genug ist. Weil es sollte nicht mehr als wir maximal 40 Grad haben, weil sonst die Hefe kaputt geht. Also Badewasser im Prinzip. Richtig, richtig. Und das kann man halt ganz gut mit dem Finger, jetzt ist das noch kalt. Und dann lassen wir das jetzt einfach ein bisschen warm werden. Und dann das dann in das Ganze rein. Kümmel lasse ich dabei noch stehen. Den tue ich erst zum Schluss rein, weil sonst, wenn man so viel knetet, kann es auch sein, dass die Kümmelkerne kaputt gingen. Deswegen tue ich das erst zum Schluss rein und knete dann also gute Minuten. Man kann auch, wenn jetzt jemand keinen Kümmel mag, einen gemeinen Kümmel. Nein, da, wenn jemand Probleme hat mit dem ganzen Kümmel, weil er da Angst hat, dass er drauf ist. Die Zettel drin hängt und dadurch auf rumbeißt und so. Genau. Und deshalb, wie gesagt, also man kann einen gemeinen Kümmel nehmen. Es gibt auch Leute, die einen Schnittlauch reinigen. Ich mag das jetzt nicht so sehr. Aber andere. Und Knoblauch? Knoblauch darf ich nicht rein. Auch kein Knoblauch. Nein. Das, das hat es jetzt dann gleich. Wenn man Schnittlauch nimmt. Aber Schnittlauch ist, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Einfach kleine Scheiben schneiden. So, und das war's schon. Das ist schon warm genug. So, dann schalten wir da aus. Und dann geben wir das Ganze einfach auf einen Schwups da rein. Gefährliche Sache. Nein, gar nicht. So. Und jetzt kneten wir das Ganze durch. Dass das ein schöner, glatter Teig ist, der ist ein bisschen weicher. Also es ist kein fester Hefeteig, sondern ein weicher Hefeteig. Aber mit Hefe, das muss doch dann immer irgendwie durchziehen oder das Das muss dann, da. Der muss gehen, der Teig. Gehen, genau. Und zwar geht der dann, wenn wir mal fertig sind mit dem Kneten, circa dreiviertel Stunde. Je nachdem, wie warm es ist. Also man lässt den einfach in Zimmertemperatur lässt man den gehen. Das braucht eine ganze Zeit zum Kneten. Man sieht das jetzt auch schön, dass dieses 610er Roggenmehl einfach ein helles Roggenmehl ist. Dadurch ist der Teig auch heller. Wenn ich jetzt einen 190er oder 1370er Roggenmehl nehmen darf, wäre das Ganze dunkler. Je nach Geschmack, aber ich mag es lieber hell. Ich finde es halt einfach das jetzt hell. Nicht. Es schaut aus wie ein Teig, würde ich sagen. Und was ist mit dem Kümmel? Der kommt jetzt dann gleich rein. Zuerst muss der Teig richtig schön sein. Dann tue ich den drunter rein. So, jetzt sieht man schon, dass der Teig immer schöner wird. Ja, du räumst das dabei weg, das ist schon mal sehr gut. So, auf Seite stellen. So, dann ist soweit. Dann tue ich jetzt meine Kümmel rein. Das sind jetzt ca. 1 Viertel Esslöffel. Wenn jemand gern mehr mag, kann man auch mehr reinmachen. Aber ich finde, das ist eine gute Menge. Und das verrührt man jetzt auch gut. Und du siehst, der ist schön weich eigentlich. Also das nicht, da kann ich jetzt nicht irgendwas formen. Mhm. So, was nehmen wir das noch mit? Ich hätte fein Knoblauch da, wenn es war. Du darfst da gerne Knoblauch drauf machen, aber ich brauche da drin keinen Knoblauch. Also kein Knoblauch. Gut. Nein. Ich weiß, du bist ein Knoblauch-Fan, stimmt, aber. Stimmt, ja, ganz schön. Das ist dann besser, wenn du jetzt mal riechst. Das riecht schon besser. Das riecht nach Bäckerei. So, jetzt sind wir fertig. Und dann gibt es einfach auch noch einen Trick, wo man es sehen kann. Also gerade jetzt vielleicht ein Löffel. Wenn ich den da jetzt einstelle, das ist mit dem Kochlöffel ist mal besser, dann geht das so ganz langsam, geht der normal auf Zeiten, aber jetzt, das ist jetzt. Der fällt normal langsam auf Zeit. Aber der Teig ist jetzt von der Konsistenz einfach richtig. So. Und dann nehmen wir das da runter. So. Und die machen wir
auch noch sauber. Meine Hände sind gewaschen. Deswegen drehen wir das jetzt auch. So. Deine Hände nicht? Doch, immer. Dann ist gut. So. Gut. Dann geben wir jetzt da mal Deckel drauf. Und das Ganze geht jetzt eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und dann machen wir weiter mit dem Außenbau. So, mein Tag ist jetzt ca. eine Stunde gegangen. Jetzt richte ich mir schon mal das Fett her. Ich brauche halt einmal Butterschmalz. Das sind jetzt 800 Gramm Butterschmalz. Wie viel brauchen wir da davor? Das sind gute 800 Gramm. Das kommt da alles da rein? Das kommt da alles da rein und jetzt schalten wir da einmal ein. Das wird aber keine magere Sache, doch nicht? Nein, das ist aber schmalzbares. Und da gehe ich jetzt so auf Stufe 6, Stufe 7 und lasse das schmalzen. Das ist dann ungefähr 2 Fingerbrot. Und dann zeige ich euch, wie das, wenn das Fett geschmolzen ist, wie man das testet, wann man anfangen kann. Ist das ein veganes Schmalz? Nein, das ist kein veganes Schmalz. Gut. Aber wenn du ein veganes Schmalz nicht möchtest, dann nimmst du eine Schmelzmargarine, die ist vegan. Kann man auch machen? Kann man auch machen. Dort gehen. Man kann auch ein Pflanzenfett nehmen. Ich mag einfach gerne diesen butterigen Geschmack von Butterschmalz oder auch von der Schmelzmargarine, schmeckt er fast ähnlich. Aber wenn einer nicht mag, dann geht es auch anders. Geht es auch anders, ja. Es geht immer anders. Wir haben ja nicht auf irgendwas festgelegt, wir sind ja da flexibel. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Ja, richtig. Genau. Gut. Und dann warten wir jetzt einfach, bis das Fett fertig ist. So, mein Fett ist jetzt heiß. Ich darf jetzt einen Tag brauchen. Da habe ich mir hergekriegt ein Sieb mit Zwiebeln ausgelegt und da ist ein Bredel. Da werden dann die fertigen Haberlinge aufgelegt. So, ihr seht, mein Tag ist schön gegangen. Der kommt schon fast raus. Den machen wir jetzt da runter. Und ihr seht, der ist wirklich schön weich geworden. Und dann kann ich mit dem Löffel dann wunderbar formen. Da kann man Spätzle draus machen, oder? Ich glaube, dass Spätzle mit Kümmel nicht ganz so lecker sind. Du kannst es probieren, aber Hefetag, glaube ich, eignet sich weniger für Spätzle. So, da habe ich meinen Kochlöffel, da schauen wir jetzt einmal, wo man sieht, dass sie da unten Blasen bilden. Das ist ungefähr 2 Fingerbrot und da kommen Blasen, das ist eh schon fast ein bisschen heiß. Jetzt tue ich es mal um 1 Stufen zurücklegen. So, und dann gehe ich jetzt mit. Ich habe extra Löffeln für mein Schmalzbaus, weil die Löffeln, wenn ich in das heiße Fett reingehe, natürlich dunkel werden. Und da habe ich von einem alten Besteck einfach ein paar Löffeln zurückgehalten. Und mache einfach so und gebe die da so rein. Jetzt schauen wir mal, die pannen schon wunderbar. Früher hat man es auch mit dem Finger abgeschubst. Mache ich jetzt nicht, weil mir das einfach zu patzig ist. So, bei den Hauberlingen ist es so, dass man schaut, normalerweise hat man mal früher eine Viererreihe gemacht. Ich hänge das jetzt extra zusammen. Das ist normal, hat man früher so eine Viererreihe Hauberling gekriegt. Mhm. Ich mache meistens bloß 3 hier. Es ist halt so, man muss dann aufpassen, dass man auch den Schnorchel nur einlegt. Weil, wenn man zu langsam ist, dann haben die vorderen schon eher fertig. Genau, der eine ist schneller durch wie der andere. Ja. Jetzt machen wir mal in dem Fall 4 und lassen wir die zusammen. Das ist jetzt ein bisschen, ja, Temperatur passt, dann machen wir den nächsten. Magst du dann auch mal probieren, das zum Eiling? Kann ich auch einen einzeln machen. Du kannst auch einen einzeln machen, man kann es auch generell einzeln machen. Jetzt mache ich nochmal so eine Viererreihe. Und manchmal lösen sie sich auch. Das ist nicht gefährlich, dass das irgendwie rausspritzt und das ist jetzt nicht so heiß eingestellt. Ich habe jetzt da auf Stufe 6 von 9, 6, 7, je nach Ofen. Aber zu heiß darf es nicht werden, oder? Nein, zu heiß darf es nicht werden, weil sonst verbrennen sie außen und dann sind sie innen torgig. Und dann ist das Ganze nämlich nicht gut. Also deswegen nimmt man da keine so große Hitze. Dafür gibt es andere. Einmal da kratzen, ja, und dann nochmal kratzen. Und das schieben wir jetzt da um. Mhm. Und dann kannst du da deines Amtes, ja, der hat sich schon gelöst. Du kriegst deine eigene Löffel, du probierst das. Im Gegensatz zu zum Beispiel Schuchsen, wo man richtige Prügelhitze braucht, damit die Schuchsen richtig auffahren. Das ist ganz schön weich, da das Zeugs. So. Ja. So. Und dann schiebst du es mit dem anderen einfach rein. So. Und wunderbar. Schau her. Haha. Ein bisschen kleiner jetzt, aber warum ist der so klar? Weil du weniger Tag genommen hast.
Torten. Wenn du ein bisschen mehr Torten nimmst, schon, ja. Wenn du einfach einen Löffel viel nimmst. Dann fällt er runter. Nein, dann fällt er nicht runter. Dann gehen wir die jetzt rein. So. Da darf man noch ein bisschen aufschalten. Wie der runterfällt. Machen wir auf Simmel. Ich glaube, irgendwie gestehe ich mich da ein bisschen. Mei, es ist noch kein Meister von mir gefallen, ja, jeder kann das lernen. Schau, ich zeig dir dann das nächste Mal was, weil der wird jetzt ein bisschen zuckert werden. Ja. Das macht nichts, der braucht. Schön ist, raus. Ganz absurd. Schau, wenn du das so nimmst, das ist ja der Zucker da, wenn man gerade so schön sagt. Du gehst einfach schon her, formst das schön und stellst das rein. Das wird jetzt auch ein einzelner, der wird jetzt auch ein bisschen zuckert, aber das passt schon. Die werden schon, jetzt lassen wir es einfach bohren. Wie lange bleiben die drin? Mei, so 3-4 Minuten pro Seite, je nachdem wie hoch das Fett ist. Dann muss ich den Rest dann irgendwie rein. Den tun wir dann da noch rein. Das lassen wir die bohren, drehen es um und dann lassen wir es da abtopfen und dann nehmen wir es da auf. Da gehen wir dann alle zusammen. Und jetzt warten wir einfach, bis die ein bisschen die Bräune haben. Wann sieht man oder wie sieht man, dass die jetzt durch sind? Oder? Das sieht, ja, wenn sie dann schon braun sind, dann haben sie durch. Mhm. Aber wie gesagt, also wenn es viel ist. Wenn es warm ist, besser, wenn es kalt ist. Wenn es dann bacher sind, dann schmecken sie noch viel besser, als wir es jetzt rein. Und wenn sie nicht ganz bacher sind, sind sie noch nicht durch. Dann sind sie nicht durch, dann sind sie da. Bin gespannt. Ja, aber so ein bisschen. Also 7 ist, glaube ich, besser als 16. Dann lassen wir die bohren. Also zu viel Fett soll es nicht sein, weil wenn die dann zu sehr schwimmen, das ist da jetzt schon fast ein bisschen viel. Ein kleines bisschen weniger darf vielleicht besser gehen bei der Pfanne. Aber das kommt auf jede Pfanne. Jede Pfanne ist anders. So, jetzt sind wir soweit, dass man das Ganze umdrehen kann. Und dann dürfen sie auf der anderen Seite noch ein bisschen ein Färbebad nehmen. Und aktuell habe ich jetzt gerade wieder den Eindruck, dass die Hitze zu hoch ist. Dann gehen wir wieder eins runter. So, jetzt haben die auf beiden Seiten schön eine Farbe gekriegt und dann nehmen wir die jetzt raus. Und dann gehe ich jetzt einfach her, da habe ich mein Sieb. Und da die raus. Da haben wir schöne Drehreihe. So, dann nehmen wir das da rüber und legen die nächsten ein. So lange, bis der Tag aufgemacht ist. So. Richtig schön.
So, da haben wir noch rein. So, ich bin jetzt fertig mit meinen Haberling. Wenn euch welche übrig bleiben, die kann man wunderbar auch am nächsten Tag noch essen. Da ist es in eine Plastiktüte rein. Dann haben die genauso wach noch. Und am nächsten Tag ist das auch ganz was Feines, wenn man die zum Kaffee dazu mit ein bisschen aufschneidet und ein bisschen Zwetschgenmarmelade mit tut. Hört sich zwar blöd oben im Kümmel, aber schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und irgendwie habe ich gerade den Eindruck, die haben schon einige auf unerklärliche Weise verschwunden. Ich weiß nicht, die werden aber weniger. Jetzt mag ich zum Abschluss dann noch das restliche Weißbier bringen. Igor, du kannst mir jetzt das restliche Weißbier einfach mitbringen, das wir vom Tag gehabt haben. Du, das Glasl kannst du wieder mitnehmen. Ich möchte gerne ein Rotweinglas. Weil die Biersommeliers, die trinken eine Biere auch aus eher einem Rotweinglas, das mehr bauchig ist. Und da finde ich mit Weißbier einfach noch viel, viel besser als bei daraus. Also bitte, ein Rotweinglas hätte ich gerne. Vielen Dank. Und dann schieben wir da das restliche Weißbier ein. So. Und dann Prost. Ich sage danke fürs Zuschauen und freue mich schon auf unser nächstes Rezept. Schauen wir mal, was wir noch alles machen. Ich habe noch viel auf Lager an Rezepten. Servus!